Ja, liebe Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott von mir, Joachim Stamm, dem Oberbürgermeisterkandidaten der CDU. Wir haben uns entschlossen, heute mal eine kleine Tour durch Hanau zu machen, zu meinen Lieblingsplätzen, um Ihnen zu zeigen, wo halte ich mich gerne auf, warum sind es meine Lieblingsplätze. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf dem Weg folgen. Hier am Großauheimer Mainufer kann man Ruhe finden, kann man relaxen. Seit einem Jahr hier ist die Anlegbar. Hier kann man sich aufhalten. Das ist ein beliebter Treffpunkt, auch für junge Leute geworden. Junge Leute, da sehe ich sofort hier einen Bekannten von mir. Grüß dich. So, und guckst du auch ein bisschen hier wieder rum aufs Wasser? Jeden Sonntag um die Uhrzeit nach dem Training. Ja. Ah ja, wunderbar. Ja. Was machst du Training? Du hast ein bisschen Probleme gehabt. Achillessehne gerissen, aber dank Physiotherapie und Training wieder alles gut. Na super, das freut mich, dass du da keine Probleme mehr hast, dass du wieder vorwärts kommst. Ne? Ja, und was sagst du? Schöner kann man sich nicht entspannen als hier, ne? Großauheim, das Mainufer, schon immer eine sehr schöne Sache gewesen. Könnte mehr draus gemacht werden, aber du wirst es ja dann angehen. Ja, das so, genau diese Worte nehme ich dann mit. Ich danke dir erstmal hier und wir sehen uns. Gerne, freue mich. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, hallo, liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Wir befinden uns momentan auf der Rückseite des Schloss Philippsruh. Schloss Philippsruh, gebaut von 1700 bis 1725 von dem Grafen Philipp Reinhard von Hanau-Münzenberg. Und er hat das leider nicht mehr erleben können, weil er 1712 verstorben ist. Aber Gott sei Dank wurde der Bau weitergeführt. Schauen Sie sich dieses architektonische Kleinod an. Und dann schwenken wir mal rum und machen einen Blick in den Park. Im Hintergrund sehen wir das Amphitheater, wo die Hanauer Märchenfestspiele stattfinden, die weit, weit, weit über Hanaus Grenzen hinaus bekannt sind. Das ist ein absolutes Kleinod hier. Auch hier eine grüne Lunge inmitten der Hanauer Stadt. Ja, jetzt befinden wir uns vor dem beliebtesten Fotomotiv für die Hochzeitspaare. Der herrliche Brunnen hier im Vordergrund des Schlosses und das tolle Portal. Diesen Blick wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. So, hier befinden wir uns jetzt an einem weiteren meiner persönlichen Highlights in Hanau, nämlich dem Wilhelmsbader Schloss mit dem dazugehörigen Staatspark. Auch hier befinden sich regelmäßig die unterschiedlichsten Ausstellungen und Museen sind hier untergebracht. Lassen Sie mich an der Stelle mal das Puppenmuseum aufrufen. Immer ein Besuch wert, ganz tolle Ausstellung. Ja, liebe Zuseher, im Hintergrund sehen Sie das zukünftige touristische Highlight der Stadt Hanau. Nämlich hier inmitten des Schlossparkes Wilhelmsbad haben wir das zurzeit noch eingehauste Karussell. Dieses Karussell wird wieder instand gesetzt mit einem hohen Aufwand eines Fördervereins, dem da auch großer Dank geschuldet ist, und sehr vielen privaten Spenden und natürlich finanzieller Unterstützung von Bund und Land. Jetzt befinden wir uns am Gerechtigkeitsbrunnen, der mitten auf dem Altstädter Markt seinen Platz hat. Im Hintergrund sehen Sie das heutige Goldschmiedehaus, das frühere Rathaus der Altstadt. Einer Inschrift im Sandstein zufolge geht die Erbauung auf das Jahr 1538 zurück. Hier befinden wir uns mitten im urbanen Leben der Hanauer Altstadt. Wir haben hier vielfältigste gastronomische Angebote. Zum Abschluss unserer kleinen Rundreise zu den Hanauer Sehenswürdigkeiten müssen wir natürlich in der Brüder Grimm-Stadt Hanau, in der Geburtsstadt der Brüder Grimm, uns vor dem Brüder Grimm-Denkmal treffen. Das Brüder Grimm-Denkmal zieht Touristen aus aller Welt an, Japaner aus den USA. Wir freuen uns jedes Mal, dass dieses Denkmal so große Aufmerksamkeit bekommt. Wir werden das in Zukunft noch durch einen Brüder Grimm-Märchenpfad erweitern, sodass wir den Touristen, die in diese Stadt kommen, da noch ein wesentlich größeres Angebot an Attraktionen zum Thema Brüder Grimm bieten werden. Im Hintergrund sehen Sie das Neustädter Rathaus, gebaut 1725. Ich bezeichne das immer als die gute Stube von Hanau. Wie gesagt, schauen Sie mal rein nach Hanau. Es gibt viel zu sehen. Und wenn Sie Besuch von außerhalb kriegen, würde ich mich freuen, wenn Sie den einen oder anderen Punkt, den ich Ihnen heute hier vorgeführt habe, auch als Anziehungspunkt für Ihre Gäste nehmen können. Sie sehen, Hanau ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen. Die Punkte, die ich Ihnen heute gezeigt habe, sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Hanauer Sehenswürdigkeiten.
Glauben Sie mir, es gibt noch viel, viel mehr. Das würde die zeitlichen Möglichkeiten eines solchen Videos sprengen. Jetzt wende ich mich an die Bürgerinnen und Bürger in Hanau. Unterstützen Sie mich am kommenden Sonntag mit Ihrer Stimme, damit wir gemeinsam, Sie, die Bürger von Hanau und ich, unser liebens- und lebenswertes Hanau in den 6 Jahren noch weiter voranbringen können, weiterentwickeln können und über die Region hinaus attraktiv machen können. Dafür möchte ich mich heute und jetzt schon recht herzlich bei Ihnen bedanken.